Nächstes Trainingsvideo zum Thema Terme vereinfachen. Und hier in dieser Aufgabe geht es speziell um Klammern auflösen. Und zwar um ganz spezielle Klammern, nämlich die Additions- und die Subtraktionsklammern. Ich werde das gleich alles vorrechnen und ich werde auch erklären, was ich mit Additionsklammern und Subtraktionsklammern gemeint habe. Zunächst mal musst du das aber selbst versuchen. Drück also auf Pause, bearbeite die Aufgaben und wenn du irgendwo stecken bleibst, guck dir ein Stück vom Video an oder wenn du am Ende dein Ergebnis vergleichen willst. Also Auflösen von Klammern. Das Wort Subtraktionsklammer bedeutet, vor der Klammer steht ein Minuszeichen. So wie hier, hier oder hier und so weiter. Additionsklammer heißt, vor der Klammer steht ein Pluszeichen und so weiter. Hier ist noch eins. Also in diesen Aufgaben gibt es nur diese zwei Fälle, entweder Minus vor der Klammer oder Plus vor der Klammer. Und die Regel ist ganz einfach, wenn Plus vor der Klammer steht, kann man die Klammer einfach so weglassen. Wenn Minus vor der Klammer steht, dann kann man die Klammer auch weglassen, muss allerdings in der Klammer alle Vorzeichen umdrehen. Das ist eine ganz wichtige Regel, so gehört zu den Top 5 der Rechengesetze. So, erste Aufgabe, 5x minus 4x minus 2. Da steht ein Minuszeichen vor der Klammer. Das heißt, was ich gerade gesagt habe, wir lassen die Klammer weg, minus 4x, und statt diesem Minus hier schreiben wir ein Plus, 4x plus 2. So, 5x minus 4x ist 1x und die plus 2 noch. 5x minus 4x, 1x plus 2, das ist das Ergebnis. Nächste Aufgabe, 2b plus 5b minus 3b. Eigentlich braucht diese Klammer aus zweierlei Gründen gar nicht dazustehen. Man könnte sowieso die Klammer weglassen, weil hier ein Plus vor der Klammer steht. Und selbst wenn da kein Plus stünde, innerhalb der Klammer kann man auch schon direkt ausrechnen. 5b minus 3b muss man gar nicht so schreiben, kann man direkt als 2b schreiben. Also 2b plus 2b ist zusammen 4b. Nächste Aufgabe. Hier steht ein Minus vor der Klammer. Das heißt, wir können die Klammer weglassen und müssen die Vorzeichen vertauschen. Das mache ich mal. 10 minus 2c. Aus dem Plus wird jetzt ein Minus 1. Aus diesem Minus wird ein Plus. Plus 5c und minus 5. So, wir können zusammenfassen. Die Zahlen 10 und minus 5 und minus 1 macht zusammen 4. Er ist gleich 4. Und dann gibt es noch minus 2c und plus 5c macht zusammen plus 3c. Plus 3c. Fertig. Nächste Aufgabe, gleiches Prinzip. Minuszeichen vor der Klammer. Ich löse auf 2a minus, lass die Klammer weg, 5. Und aus dem Plus wird ein minus 2a. 2a minus 2a ist 0, bleibt also nur noch minus 5 übrig. So, nächste Aufgabe ist wieder ein Plus vor der Klammer. Das heißt, wir können die Klammer einfach so weglassen. Ich habe jetzt keine Lust, das alles nochmal abzuschreiben. Ich mache die Klammer einfach weg. So, das geht schneller. Dann haben wir 6u und 5u, macht zusammen 11u. Ist gleich 11u. Und dann gibt es noch minus 2v und 7v macht zusammen plus 5v. Plus 5v. Fertig. 11x minus 2 plus 6x. Minuszeichen vor der Klammer kann man also auflösen. Ist gleich 11x minus 2 minus 6x. 11x und minus 6x macht zusammen plus 5x, 5x minus 2. Letzte Aufgabe. Und jetzt steht hier vor dieser ersten Klammer gar nichts, weder Plus noch Minus. Dann können wir das so behandeln, als würde da Plus stehen. Also diese Klammer können wir auf jeden Fall weglassen. 3b plus 5a. So, die zweite müssen wir richtig auflösen. Minus
5a minus 3b. So, 3b minus 3b ist zusammen 0 und 5a minus 5a ist auch 0, also ist das Ergebnis gleich 0. Und wir sind fertig.